Ja, Jalan geht, er geht nochmal ran. Sticht das Schwert durch ein Scharnier knapp überhalb der Hüfte. Sticht er durch, trennt das Bein einfach, das sowieso kaum so breit ist wie seine gesamte Klinge, ab und sticht so lange bis zur anderen Seite durch, bis er im Sand dahinter sich in den Boden bohrt. Mit einer Reißbewegung versucht er das Schwert wieder an sich zu bringen und hat dann das gerüstete Bein des Gräumes im Gesamten in der Hand. Rüstung, das Scharnier klappert immer nach vorne ein bisschen dran und Gräumix blutet jetzt in den Sand. Ja, gibt nicht mal mehr einen Schrei. Zuckt einfach nur noch ein bisschen am Boden. Das Zucken geht so ein bisschen in dieser mechanischen Rüstung unter. Der Golem ist tot. Soll ich also. Schaut mal, ob er noch lebt. Ich suche kurz Blickkontakt mit dem Schreibergräumen. Der schaut dich an Und und du mit den siehst, wie seine Schultern. Augen schmal werden. Und wenn er los, kommt herbei, helft dem Jungen. Du siehst, wie ungefähr Teilnehmer. Ja klar, also ist eine große Arena, aber du siehst jetzt, wie wohl ungefähr 20 Gräume dich betrachten. Oh, ich habe mir gerade Feinde gemacht. Helft ihr dem jungen Boy? Ja, ich komme in die Arena, knie mich hin, guck mal, ob ich ihn noch retten kann. Er hat null Lebenspunkte, regeltechnisch, also es geht eigentlich nur bis drei Wunden, danach ist nicht mehr. Sein Bein ist einfach ab. Aber wird er Gut, leben? Sagt ich mir nicht, was ich gebe sehen ihm. kann. Nun, das Bein ist weg, aber ich denke, ich kann ihn stabilisieren. Umso besser dann mal ran. Ich habe gesagt, ich würde ihn nicht umbringen und werde ich ihn noch nicht umbringen. Ja, dann spreche ich ihm Balsam rein. Einfach, um nicht mal um ihm Dingens, wie heißt das, um ihm das Bein wieder zu geben, einfach um Lebenspunkte zu heilen. Er genau bei 0 oder unter 0? Er hat 14 Lebenspunkte. Genau bei Das 0. heißt, er ist genau bei 0 und du müsstest, glaube ich, dann keinen permanenten ASP anbringen, oder? Genau, keinen permanenten. Ja, ich lasse mir einfach Zeit und mache normalen Balsam. Ja, bei minus 1 würde er sonst langsam wegsterben, aber dadurch, dass er bei 0 ist, war sowieso dann den Balsam angesetzt. Würfel mal bitte 2 W6 hinterher. Dann bezahlst du 8 ASP mehr und 1W20 hinterher. Wir hätten ihm wohl ein bisschen Teriyaki gegeben. Okay, jetzt geht's los. Dann beschreib doch einfach mal, was so passiert, während Amenelaus sich abkniet und da gerade dann. Was tun die anderen so? Über geht los und sammelt seinen Gewinn ein, seinen Wettgewinn. Ja, kannst du bekommen. Räume zahlen aus, auch wenn sie sehr Ja. ungehalten sind. Nicht über dich. Naja, ich wollte gerade sagen, so, da kann ich nicht dafür, aber vor allen Dingen haben die ja Ja, einen Gewinn nee, also gemacht. es geht nicht um dich. Die Ich habe werden zwei auch viel. Dukaten Verlust gemacht bei der Wette. Der Gewinner der Herzen war Grolmix, sage ich zu den Grollen und nickt ihnen zu. Und würde mir dann gerne von dem Gewinn von Galan ein Silber klauen, damit ich keine Verluste gemacht habe. Er wird mir vermutlich nicht mal auffallen. Wenn sonst niemand noch was tut, packe ich dann den Räum, während der Menelaus vermutlich ihn gerade so an der Hüfte balsamiert. Und trage ihn schon mal an einer Hand zu seinen Kameraden rüber. Kalmix, ihr werdet nicht sterben. Und seht es positiv, ihr könnt euch jetzt eine wunderbare Prothese machen. Ja, Grolmix kommt jetzt gerade langsam ein bisschen zu Bewusstsein. Nachdem du dann mit deinem Balsam fertig bist, kannst du erkennen, wie auf seinem Bein. Ja, es ist, wie gesagt, du hast es gerade wieder ange. Na gut, du hast es wieder verheilen lassen. Ja, er hat praktisch jetzt einen Stumpf. Du siehst wohl, wie aus seinem Teil der Rüstung bewegt sich weiter. Formt sich zu einer kleinen Kugel. Du siehst, wie zwei kleine Arme entstehen. Und ihr ein kleines Wesen entgegenspringt. Und zuschlägt. Kann man das in der Luft packen? Du bist erstmal ganz woanders. Zumindest erkennt es jetzt Amenelaus. Du wirst von einem Erzmindergast angegriffen. Ja, versuch dich irgendwie zu schlagen, zu treten, mit irgendwelchen kleinen Eisenzangen in deinen Arm zu beißen. Schafft es nicht. Du bist dran. Ja, ich trete so einen Schritt zur Seite, gucke mir dieses Ding an und kurz entschlossen haue ich dem einmal mit dem Stab auf den Kopf. Gut, Angriff. Versucht auszuweichen, auch auszuweichen. Du triffst, es kann aber ausweichen und klettert oder versucht an deinen Stab hochzuklettern.
Nächste Kampfrunde, es versucht wieder anzugreifen. Es würde treffen. Ich hau den Stab zur Seite und schleudere das weg. Gut. Ja, ein kleiner Kampf entbrennt und du kannst es dann irgendwann totschlagen, aber du... Wie gesagt, der Zauber hat dich 8 ASP mehr gekostet und hat einen kleinen Erzmindergeist hervorgerufen. Du schleuderst ihn dann irgendwann in die Ecke, kannst dann erkennen, wie sich da irgendein Maul aus Schatten öffnet. Ein Hashtag kommt dabei und zerreißt das Ding. War wohl irgendwie ein Stück von der Rüstung von Grolmix, was jetzt einfach in die Niederhöhlen gesogen wurde. Gut, oh, danke, Hashtag. Die sind wirklich praktisch. Was ist praktisch? Ach, nichts. Es wird euch mitgeteilt, dass das nächste Turnier um 16 Uhr beginnt. Das ist das Bogenschießen. Ich glaube, da hatte sich Ömer noch angemeldet. Und Starkert. Und Starkert, gut. Ich habe mich übrigens dreimal angemeldet. Dann habt ihr jetzt warum ungefähr zweieinhalb Stunden Zeit. Waren Grolmix Kollegen ein bisschen milder gestimmt, weil ich jemanden so mal einen beigeholt habe? Er ist zumindest jetzt nicht tot, aber er hat sein Bein verloren. Ja, wobei, sie haben halt auch viel gewonnen. Und Grolmix hat ja selber auch gewonnen. Er ist natürlich ein bisschen sauer, vielleicht ist er sogar versichert, vielleicht hat er sein Bein versichern lassen oder seinen ganzen Körper versichern lassen, aber zumindest ist die Wetten erstmal gegen ihn gesetzt. Schauen wir mal, was mit den Grollen so passiert. So, zweieinhalb Stunden Zeit bis zum nächsten Turnier. Bogenschießen. Irgendwas tun? Du zuerst. Okay, ich möchte mich einfach nur von der Menelaus verharzen lassen. Weil das ist vorhin irgendwie untergegangen. Ja, ich denke, ich gebe dir erstmal profane Heilung. Ja, zaubern müssen wir nicht, um Himmels Willen. Ich fühle mich noch topfit, aber. Das benutze ich mir dann lieber für einen Notfall. Ich denke auch, ich fühle mich wunderbar, aber ihr solltet vielleicht diesen kleinen Kratzer, den ich da genommen habe, reinigen. Ihr wisst ja, wie dreckig die Umgebung ist. Ich glaube, die ganze Stadt steht nicht so sehr auf Heilung. Und dafür, dass sie nicht so sehr auf Heilung stehen, haben sie mal fässerweise von dem Zeug hier. Ich packe mal da die Flasche einführen lassen. Vielleicht genau deswegen. Nun gut, lasst mich mal schauen. Ach, Kratzer, das ist vielmehr nur ein blauer Fleck. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich habe schon Leute gesehen, die haben Arme für weniger verloren. Gut, auch wieder recht. Ja, gut, dann mache ich mal halt Wunden. Ich benutze meinen Arztkoffer. Ja, ich habe keine Wunden. Und dann kann Alricio schon mal ansagen, denke ich. Ja, gut, Alricio. Ich würde mich gerne umgucken nach einem Waffenhändler, ein Waffenverkäufer. Ja, kannst du gerne machen, auch vor der Arena. Was möchtest du kaufen? Um meinen Säbel zu ersetzen. Ersetzen? Möchtest du einen neuen kaufen? Der alte ist ja kaputt. Richtig, genau, der ist komplett zerstört. Da war der Bruchfaktor nicht nur auf 0 runter oder hoch, sondern der ist ja zersplittert. Ich würde auf einen zusehen, dass ich einen normalen Säbel, also ohne dämonische Komponenten oder Inschriften. Möchtest bekommen. Du mit einem Odem unterstützen oder nur eine reine Magiekunde? Eine reine Magiekunde würde mir reichen. Dann eine reine Magiekunde. Dämonische Komponente, sage ich aber dann plus 7. Wenn du mit Dämonen-Spezialisierung hast, dann würde das Geld hin. Metallkunde würde auch gehen. Gelungen. Ja, dann kannst du da den agrimotschen Waffen aus dem Weg gehen. Man weiß natürlich, dass die besonders gerne splittern und dann entweder in dein Fleisch splittern oder in das gegenüberliegende Fleisch. Also die zerbrechen dann auch gerne im Feind. Blutvergiftung und so ein Blödsinn, aber kannst dir da dann einen ganz normalen Säbel aus beliebiger Fertigung holen. Kannst auch gerne zwergisch oder sowas sein, die werden da alles haben. Ja, zwergisch klingt sehr gut. Dann würde ich einen zwergischen Säbel nehmen. Vorher mal austesten, wie er so in der Hand liegt, ob er welche Länge hat. Und ja, mich dann zurück zur Arena begeben. Gut, was mit den anderen? Möchte Eisenmann was tun, Torgosch? Mein Plan ist, ich möchte mir angucken, wie die Arena wird hier umgebaut. Wer macht das? Arbeitsdämonen und Sklaven. Okay, gut. Also teilweise irgendwelche Dareis, also irgendwelche, zumindest sagt ihr dann, die beiden Magier können ja erzählen, dass es wohl ein Darei ist, ein
Gallertklumpen, ein riesiges Tentakelwesen, was dann kaltes Metall rostig in im Inneren transportiert und dann irgendwelche Tentakel, die sich dann ausformen. Die einzelnen Stangen werden dann in den Boden gesteckt, damit man da dann eben den neuen Arena-Boden formen kann. Jetzt gerade zum Bogenschießen braucht man einfach nur eine längliche Passage, ungefähr 40 Meter breit, noch ein bisschen breiter. Da braucht man ja keine 8x8 Felder. Und da wird dann eben nach und nach umgebaut. Ich möchte mir angucken, ob die Ziele wirklich alle auf die gleiche Entfernung stehen oder ob mir auffällt, dass das ein bisschen, also dass da betrogen wird. Zum Beispiel, dass irgendjemand da die Leute gekauft hat, dass er nur 33 Meter weit weg steht, statt 34 oder ähnliches. Fällt mir da irgendwas auf? Hast du einen Fernkampf? Hast du einen Entfernungssinn? Ich überlege gerade Orientierung. Ich hätte Armbrust schießen. Armbrust, ja, kannst du einfach mal eine Theorieprobe auf deinen Armbrust. Was hast du für einen. Würfel mal Klinnen, also Klugheit, Intuition und dann mit deinem Wert von Armbrust, so ein bisschen Theorieprobe, kannst du also die Entfernung abschätzen. Kannst ihn dann grummelig zusehen. Das sieht gut aus. Ja. Alle auf 40. Okay, also da betrügt schon mal keiner. Gut. Zumindest nicht offensichtlich. Na gut, das wollte ich nur herausfinden, nicht, dass unsere da Leute da übervorteilt werden. Mhm. Dann setze ich mich auch erstmal wieder hin. Möchte Starkart noch irgendwas tun? Irgendwelche Wetten, die du abschließen möchtest? Oder irgendwie nur selber üben? Wie sind denn da die Quoten? Wer gewinnt das Bogenschießen? Bogenschießen haben sich auch unglaublich wenig Leute für angemeldet. Viele Leute haben keine Lust drauf. Ein paar Ritter aus Tobrien nehmen wohl dran teil, weil es sich so gehört. Gerade eben auch für einen tobrischen Ritter. Aber viele machen nicht mit. Kann man auch auf die Top 3 wetten? Da du kannst stark darauf wetten, ja. Das Problem ist einfach nur, dass du dann sagen musst, diese drei werden dann, was weiß ich, was so, in der Runde so noch stehen oder so. Aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, man kommt auf jeden Fall in die Top 3. Naja, es werden ja hier Punkte oder Ringe geschossen. Das heißt, du kannst eine Anzahl an Punkten, nochmal die Regeln dazu. Du versuchst natürlich in den Mittelpunkt der Scheibe zu schießen, das ist ein winziges Ziel. Und wenn du die triffst, bekommst du 10 Punkte. Wenn du halt nicht triffst, bekommst du 5, 3, 1 oder gar keine Punkte und der mit den meisten Punkten gewinnt. Okay. Also Top 3 geht nicht, aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch den Gewinner wetten. Gibt es da mehrere Runden, bei denen erstmal gefragt? Also Ömer wird gar nicht irgendwie dabei aufgeführt werden, das ist halt ein Nichtsnutz, Jerodin auch nicht, also ja doch, die tobrischen Ritter werden da aufgeführt. Dann würde ich natürlich... Achso, ich kann auf Ömer gar nicht wetten, oder wie? Doch, du kannst natürlich auf ihn wetten, aber er ist zumindest wird er erstmal nicht berücksichtigt. Als also da ja, weiß ich nicht, irgendwie 1 zu 20 sind die Quoten auf Ömer. Uff. Ja, da du musst ihn unten auf der Liste von Hand reinschreiben. Genau. ja, Ömer ist bei dir dabei, dann lass zusammenlegen, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, hier mein ganzes Geld auf dich. Okay. Ja, man zieht auch nochmal 42 Dukaten, man zieht nur 40 Dukaten und sagt, okay, 40 Dukaten auf mich. 10 Dukaten. Auf Ömer. Gut. Alles klar. Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden richtig hart verarscht, jetzt klar. Aber hey, wir schaffen das. Gut, dann. Also nur, dass es nicht falsch verstanden ist. Wir haben natürlich nicht Ömer, sondern Abtulon hingeschrieben. Ja, okay, klar. Gut. Und dann aber auch, dass der erste Rundendurchlauf von Ömer gewonnen wird, nicht das gesamte Turnier, ne? Heute. Also heute, du hast jetzt fünf Pfeile. Und du hast am dritten Tag 5 Pfeile. Und Abtulon, das schaffen wir. Heute werden die Punkte zusammengezählt und dann kannst du vielleicht am dritten Tag kannst du nochmal gewinnen. Ja. Ich möchte, wenn ich sehe, wie Eisemann da rumläuft und die Entfernung überprüft, mir auch mal die Ziele ansehen. Und zwar möchte ich zweimal herausfinden. Zum einen, ob so über den Daumen gepeilt die Ringe auch wirklich alle gleich groß sind. Ja. Na gut, mit einem einen Auge ist das schwer abzuschätzen. Haha, ein Auge? Ja, du versuchst das so ein bisschen, gehst nochmal ein bisschen näher ran. Die Ziele sind zumindest alle gleich, kann dir Torgosch auch erzählen. Verschwimmt so ein bisschen, die Ringe verschwimmen so, als ob sie wellenförmig auseinanderlaufen würden, wenn du näher hingehst. Vielleicht könnten sich, ja gut, die Entfernung wird so gleich bleiben, aber vielleicht verändert sich die Ringgröße. Weiß ich schon, an welchem Startplatz ich stehen werde? Kannst du dir aussuchen.
Da gibt's nichts zu was. Also du stellst dich dahin, hast eine Stunde Zeit zum Schießen und kannst dir dann auch das Ziel aussuchen. Mhm, das merke ich mir und dann möchte ich schauen, wie die aufgebockt sind. Es steht da einer von denen ein bisschen wackelig, hat einen schwachen Stand, könnte man da irgendwas kaputt machen? Holzbearbeitung. Scheiße. Kunde ist ein Handwerker. Sollte ein Handwerk sein. Basistalent. Ist gerade so nicht geschafft. Ja, sie sehen alle gleich aus. Gut. Dann winke ich an meiner Magier herbei. Richo! Ja? Seht euch das mal an. Scheinen euch diese. Ich darf nochmal ein Auge zusammen, das andere ist ja unter der Augenklappe verborgen. Erscheinen euch diese Ringe auch ein wenig seltsam? Ja, sie scheinen sich von meinen Augen zusammenzuziehen und wieder zu erweitern. Lasst mich das einmal prüfen. Ich wirke an Analyse, lasst mir Zeit dafür. Und los geht's. Mhm. Einmal laut sprechen. Analyse Arkanstruktur. Entblößte deine Magienatur. Ich vergebe 4 von 10 Punkten. Die sind definitiv magisch. Mit Analyse erfahre ich ein bisschen mehr. Dämonisch Agrimod. Was bekommst du noch? Das ist eine Art Verzauberung oder ist das jetzt sozusagen einfach nur Unholz? Beides. Also Unholz, was da verarbeitet worden ist, beziehungsweise Unhumus, genau, also weil es ja irgendwie Stroh oder schwarzes Stroh und dementsprechend ist es dann alles irgendwie Humus. Ob das jetzt Holz ist oder Stroh, also wie gesagt, alles Unhumus. Gut, mich würde mir interessieren, der Grund für diese magische Verschwimmen. Komme ich noch was raus? Irgendwie, das eine Erschwerung oder eine Illusion, könnte man sagen, oder eine. Ja, warum verschwimmen diese Ringe ineinander? Und wahrscheinlich wegen dämonischer Agrimod-Komponente, die ersetzt genau. Sozusagen Form. Genau, richtig. Also es ist keine Illusion, sie verschwimmen tatsächlich. Dieser scheint etwas. Eine dämonische Unseele zu beherbergen. Dieser Ring ändert dauernd seine Form. Darauf müsst ihr achten. Ihr sollt in die Mitte zählen, aber wenn ihr Pech habt, wenn ihr einen Rand dieses Ringes trifft, könnte es sein, dass ihr in den schlechteren Ring verschoben werdet. Kann man da etwas gegen tun? Kann man diese dämonische Präsenz entschwören? Man könnte sicherlich, aber ich weiß nicht, wie lange so etwas hält. Und ich fürchte, ich beherrsche diesen Zauber, um dieses Unwesen zu entfernen, nicht. Dann frage ich wohl mal Amenelaus, der war doch ein Schwörer. Ich weiß nicht, ob er so gut in der Antimagie ist, aber ihr könnt ihn gern fragen. Tue ich ja noch, ich gehe einfach mal und frage ihn. Amenelaus, ihr kennt euch doch mit Dämonen aus. Nicht so viel, wie ich es gerne tun würde, aber zumindest ein wenig. Wieso? Und offensichtlich sitzt eine, Richo, wie habt ihr es genannt, mindere dämonische Entität? Ja, es scheint eine Besitzergreifung agrimodischer Natur in diesem Ring zu sein. Und ich dachte mir, ihr habt auch ein Schwören gelernt in Punin, da könnt ihr doch sicherlich was dran drehen. Oder sollten wir vielleicht jemanden von der Akademie kommen lassen? Das wird teuer, aber die können das ja wohl auch ganz gut. Nun, die werden das können, definitiv. Ich könnte das versuchen. Allerdings ist zu bedenken, dass ich es noch nie versucht habe, vor allem nicht. Oh, ich wird plötzlich ziemlich kalt. Und während ihr euch umseht, könnt ihr erkennen, wie neben euch aus dem Limbus Asmodeus von Andergast aus den Sphären tritt. Der Hofmagier von Carlotta. Ein ziemlich massiv gebauter Mann. Ungefähr 60 Jahre, immer noch im Besitz seines nussbraunen Haupthaares und einem prächtigen Bart. Kommt er auf dich zu, Alricio, und nickt.
Ich kam nicht umher, zu erkennen, dass ihr zaubern könnt. Ein einfacher Söldner seid ihr also nicht zu sein. Ihr sprecht, seid damit also auch kein Viertelzauberer. Ihr habt eine Ausbildung genossen, gebt euch aber als einfachen Söldner aus. Warum ist dem so? Nun ja, meine Identität sollte nicht bekannt werden. Es liegt ein Fluch auf meiner Familie. Auf meiner auch. Ich habe sie umgebracht, abgeschüttelt. Nun ja, mein Vater war... Ihr habt 3 Sekunden zu erzählen, von wem ihr herkommt. Mein Vater ist Ronjago Jakraviti. Ehemals Magister in Betana. Er verriet die Akademie und die Familie und lief zu dem Dämonenmeister über. Nun versteht ihr sicherlich, warum meine Identität nun nicht bekannt sein sollte. Dann zeigt mir euer Siegel. Wenn dem so sein sollte, habt ihr Briefe, die das beweisen? Ich ziehe meine Handschuhe aus vielleicht feinem Leder und zeige mein Betaner Siegel. Die Geschichte eures Vaters ist mir wohl vertraut. Ein guter Mann. Ein Verräter. Selbstverständlich, aber wenn ihr hier seid, werdet ihr ähnlich handhaben wie er, eine ähnliche Moralvorstellung. Sonst müsstet ihr euch nicht verstecken. Seid ihr gar Weißmagier? Ich habe zwar in Betana gelernt, aber... Nun, ich bin dort nicht gut gelitten, wie ihr verstehen könnt. Und seitdem versuche ich, meine Fähigkeiten möglichst gewinnbringend umzusetzen. Und als Söldner fällt man nicht so weiter auf. Niemand fragt einen Söldner, ob er zaubern kann, wie ihr versteht. Nun, mit eurer Geschichte werdet ihr hoch angesehen. Es gibt keinen Grund, euch zu verstecken. Könntet vielleicht sogar bei uns lehren und lernen. Aber so etwas wie Niedertracht, Verrat, möchte ich hier nicht sehen. Ich werde ein Auge auf euch haben. Gewiss. Nun dann. Wollt ihr mein Geheimnis für euch bewahren, oder? Nein. Es wird dem Hof offenbart. Ist dies wirklich notwendig? Gibt es einen Grund, warum ich dieses Geheimnis für mich behalten sollte? Meine Ehre ist eh schon in den Niederhöllen. Man muss dieses nicht noch verbreiten. Du merkst, wie gerade ein Teil seiner Seele aus seinem Körper gesogen wird, kurz flirrt so ein bisschen, verschwimmen seine Umrisse. Du kannst wohl merken, wie er gerade innerlich mit sich selbst kämpft. Der Verrat. Der Verrat, der jetzt nicht nur, ja, sich jetzt sogar vielleicht gegen seinen eigenen Hof richten könnte. Der geiergestaltige Tesfai, Lolgramot, der an ihm nagt, ist ein Pakt. Was? Was habt ihr getan? Gebt mir einen Grund, mich gegen den Hof zu wenden. Für Verräter gibt es immer Gründe, nicht wahr? Nehmt mir euren Preis. Ich komme auf euch zurück mit einem angemessenen Preis seiner Vorstellung. Bis dahin behalte ich euer kleines Geheimnis für mich. Nun gut. Verschränkt die Arme, tritt einen Schritt nach hinten und ist dann verschwunden. Wieder Kälte aus dem Limbus, die nach dir greift. Verdammt. Ich bezahle euch nicht dafür, euch beim Hofe unbeliebt zu machen. Ich trete neben Arisio, gebe ihm eine Schelle an den Hinterkopf. Du Trottel. Was soll ich tun? Er hatte mich durchschaut. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht zaubern? Ich habe es jetzt nur, ja, gut, ich habe... Ich musste zaubern. Ich
Also gut. Dein Geheimnis ist raus. Zumindest bei Asmodeus. Schauen wir, für welche Intrige er dich jetzt benutzen wird. Es kann für uns auch hilfreich sein. Vielleicht kommen wir so auf in die schwarze Feste. Dann solltet ihr besser etwas Gutes haben, was er haben will. Die Kämpfe beginnen! Bogenschießen! 5 Pfeile! 40 Schritt entfernt! Jirodin macht ihr auch beim Bogenschießen mit? Ach ja, ihr. Selbstverständlich. Ja, versucht nie wieder zu treffen, nicht die Ringe zu treffen. Nicht leichter als das. Ihr könnt auch erkennen, hier ist jetzt auch viel einfaches Volk angetreten. Einfache Bögen, vor allem auch Kurzbögen, genauso wie Ömer oder Abdulon. Und ein paar von den Totentänzern von Saltatio Mortis sind ebenso dabei. Die werden später auch beim Messerwerfen dabei sein. Zumindest verraten so viel ihre Messer, die sie hinten in der Storchscheide haben. Aber auch die werden sich versuchen, hier ein Preisgeld abzuholen. Wie viele Scheiben sind hier für wie viele Teilnehmer? Es gibt 10 Scheiben. Ja. Also genug Platz zwischen denen. Kann man natürlich auch schräg schießen. Es geht einfach nur darum, wo stecken nachher deine Pfeile. Du kannst dann auch von Scheibe zu Scheibe gehen. Das sei dir überlassen. Ja, was ich wissen möchte ist, wie lange kann ich jetzt noch rumeiern, bevor ich schießen muss? Eine Stunde. Nach einer Stunde werden die Pfeile gezählt. Okay, gut. Amenelaus, sei doch so gut und holt mir einen Schwörer herbei. Ist jeder Pfeil mit einem... Ist aber belegt? Pfeil? Zielscheiben am Ende raus. Die Zielscheiben. Ach, die Zielscheiben. Nun, das kann ich problemlos tun. Danke sehr. Ja, und eben das möchte ich dann auch tun. Ich möchte gerne ein Pentagramm ansprechen. Oder mach das selber. Das heißt, du stellst dich vorne in Richtung der... Also wie gesagt, der Kampf ist jetzt eröffnet oder die Bogenlinie ist jetzt eröffnet. Die ersten paar Leute treten an und du stellst dich jetzt an die Zielscheiben und fängst mit an... Okay, nein, das ist keine gute Idee. Wird ganz kurz... Das ist keine gute Idee. Eine kurze Frage? Ja, gerne. Die haben wahrscheinlich alle so farbige Köcher, oder? Also farbige Pfeile, weil sonst... Genau, du hast hinten ein Bänzelchen dran, jeweils 5 Pfeiler, die du bekommen hast von irgendeinem Turniermarschall oder einem Bediensteten. Hast du deine eigene Farbe bekommen, die dann auch eingetragen wird und mit denen kannst du dann tun und lassen, was du willst. Alles klar. Dann würde Starkert natürlich sich da vorne hinstellen mit seinen Pfeilen. Und immer mal wieder so nach links und rechts gucken, wer denn da besonders gut mit seinen Pfeilen schießt. Und, also du siehst jetzt, wie gesagt, es sind 10 aufgebaut, die ersten treten heran. Ist wohl wahrscheinlich ein Horasier, der da gerade herantritt und schießt mit Pfeil. Bleibt einfach in der Luft stecken vor den eigentlichen Zielen. Ist ziemlich verwundert. In dem zweiten Pfeil schießt nochmal, bleibt wieder an der gleichen Stelle kleben und stecken wohl in der unsichtbaren Wand. Das hast du schon gesehen, das eine oder andere Mal. Der Fortifex ist dir wohl bekannt. Der Horasier scheint das nicht zu begreifen. Wechselt dann auch auf ein anderes Ziel, schießt ein weiteres Mal, dritter Pfeil ist weg. Würde da das Ziel denn treffen? Also würde er da das Ziel treffen? Nee, der Fortifex ist an der gleichen Stelle immer noch. Ach so, also der ist quasi nah genug, dass das quasi seine... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also die Scheiben sind ungefähr in einem Meter Abstand, also ein Meter Abstand voneinander aufgestellt. Wie gesagt, 40 Meter Entfernung und ungefähr auf 30 Meter bleiben sie dann stecken. Mitten in der Luft. Achso, okay. Ömer geht dann auch an seine Startposition und nimmt sich einen Pfeil, aber einen ohne das Bändchen. Zielt auf die Scheibe und schießt ganz knapp neben die Scheibe. Wirklich ganz knapp, dass ich sozusagen... So